Hallo und willkommen zu einem weiteren Video meiner Reihe Pro und Contra. Und selbstverständlich mussten jetzt natürlich auch die Next-Gen-Konsolen dran glauben und sich meinen, ich liebe und ich hasse Videos stellen. Die PlayStation 5 da hinten hat sich mal in 10 Hasspunkten ja schon gestellt und das Video wurde durchaus positiver angenommen, als ich dachte, ja, als ich es von vielen Fanboys überhaupt erwartet hatte. Und bevor die Pro-Videos kommen, muss nun erstmal auch die Xbox Series X und im nächsten Step auch die Xbox Series S dran glauben und sich mal in 10 Punkten stellen, die ich an diesen Konsolen hasse. Was übrigens keineswegs bedeutet, dass ich diese Konsolen selber hasse. Denn weder die Xbox Series X noch die PlayStation 5 hasse ich. Ich besitze sie nämlich beide und eigentlich liebe ich sie ja. Aber wie so oft bei technischen Produkten sind diese halt nicht perfekt. Und unglaublich aber war, nicht mal ich bin perfekt. Und ja, das wird viele jetzt eventuell schockieren. Ist aber nun mal so. Ja, und zur Xbox Series X muss ich hoffentlich jetzt nicht mehr allzu viel sagen. Falls ihr doch noch Fragen habt, guckt doch einfach mein entsprechendes Review dazu an, das ich euch hier oben in der Infobox einfach mal verlinkt habe. Wir starten nun aber erstmal mit dem ersten Punkt, den ich an der Xbox Series X hasse. Erstens, die Optik. Okay, ich muss zugeben, dass die Optik bei weitem nicht verdient hat, dass ich sage, ich würde sie hassen. Aber sagen wir es mal so, im Gegensatz zu PlayStation 5 fällt die Optik der Xbox Series X schon massiv ab. Jetzt guckt euch doch mal diese geschwungenen, schönen Formen der PlayStation 5 hier an. Und dann im direkten Vergleich, ja, diesen hässlichen Klotz hier. Da müssen doch auch die größten Xbox-Fanboys zugeben, dass die Xbox Series X designtechnisch jetzt nicht der allzu große Wurf ist. Aber sie hat ein ähnliches Problem wie die PlayStation 5 hier. Aufrecht hingestellt sieht sie nämlich eigentlich ganz schick aus. Aber wer hat denn schon so viel Platz im Regal, um diese so hinzustellen? In den meisten Regalen, ja, genauso wie bei mir, ja, da liegt sie halt. Und da sieht sie halt deutlich weniger stylisch aus und macht nicht mehr wirklich allzu viel her. Ja, ist das mit der Optik denn jetzt wirklich so schlimm? Ich würde mal so sagen, jein. Denn natürlich ist das Gehäuse in der Produktion sicherlich deutlich kostengünstiger als das der PlayStation 5. Und vielleicht war es ja auch nur so möglich, den gleichen Preis auszupreisen. Noch dazu war Microsoft nie ein großer Fan von besonders stylischen Konsolen. Denn egal, ob die Ur-Xbox hier, die Xbox 360 oder die Xbox One da hinten, schön waren diese eigentlich nie. Ihr zählt halt der praktische Gedanke. Und das Turmdesign hat kühlungstechnisch natürlich durchaus seine Vorteile. Von Temperaturproblemen bei der Xbox Series X hat bisher jedenfalls noch nie einer was gehört. Punkt 2, die schnellste Konsole der Welt, nur aktuell sieht man es noch nicht. Ja, das ist so, egal was die verprelltesten PlayStation-Fanboys auch behaupten, auf dem Papier ist die Xbox Series X die schnellste Gaming-Konsole des Planeten. Und wenn Außerirdische das Zocken bis heute vielleicht noch gar nicht erfunden haben, sogar des ganzen Universums. Das ist Fakt und übrigens überhaupt nicht bestreitbar, aber, und jetzt gibt es halt das große Aber, zum Zeitpunkt dieses Videos, und das ist Mitte Februar 2021, merkt man davon aktuell so gut wie gar nichts, sogar eher im Gegenteil, denn viele Titel laufen aktuell auf der PlayStation 5 ein bisschen besser als auf der Xbox Series X. Der Grund dürfte hier aber eher der sein, dass die Entwickler auf der PlayStation 5 schlicht und einfach ein bisschen mehr Zeit für die Entwicklung hatten, ja und damit natürlich auch für Optimierung und Spiele. Man kann einfach jetzt nur hoffen, dass die, je nach Auslastung der PlayStation 5, über 20% höhere Grafikleistung der Xbox Series X auch irgendwann mal in den Spielen zu sehen sein wird. Denn ja, ich gebe zu, ich bin eine sogenannte Technik-Hure. Ich stehe auf extrem viel Rechenpower und dafür liebe ich die Xbox Series X auch. Aber was bringt die Leistung, wenn sie sich bei den meisten Spielen einfach in Luft auflöst? Also bitte Microsoft, strengt euch an. Ich will sehen, dass die Spiele auf der Xbox Series X zumindest einen Tacken flüssiger laufen oder ein paar mehr Details bieten als auf der PlayStation 5. Denn sonst könnt hier die Werbung mit der schnellsten Konsole der Welt euch auch eigentlich sparen. Man muss aber abschließend noch sagen, für alle, die das Video eventuell erst 2022 oder später gucken, dass dieser Punkt dann sicherlich nicht mehr gelten wird. Punkt 3, das Dashboard. Und ich war lange am Überlegen, ob ich diesen Punkt wieder mit reinnehme. Denn schon die Xbox One X musste sich das Ganze ja auch antun. Und ja, auf der Xbox Series X und auch auf der Series S ist das Dashboard unglaublich fix. Kein Wunder, denn beide Konsolen nutzen ja einen Ryzen 8 Gen CPU mit einer sehr beeindruckenden Leistung. Wenn hier das Dashboard immer noch die übliche Gedenksekunde mitbringen würde, dann wäre ich, glaube ich, schon ziemlich hart enttäuscht gewesen. Okay, das Dashboard ist nun auf jeden Fall besser und vor allem schneller, aber immer noch genauso unübersichtlich und vor allem hässlich und einfach nicht intuitiv bedienbar. Ja, ich gebe es ganz offen zu, das Dashboard der PlayStation 5 gefällt mir um ein Vielfaches besser. Es ist einfach viel aufgeräumter. Auch der Store lässt ja auf der Xbox Series X zu wünschen übrig. Oft sucht man hier sich einfach nur einen Woll vor lauter Infos zu neuen Spielen, die mich vielleicht überhaupt gar nicht interessieren. Und ja, ich stehe dazu. Ich hasse das Dashboard der Xbox tatsächlich. Und das ist auch egal, welche Xbox denn. Ja, bei allen sieht es ja im Prinzip doch gleich aus. Ich vermisse echt die Zeiten des ersten Xbox 360 Dashboards. Das war wirklich totschick und absolut übersichtlich. Tja, früher war wirklich alles besser, wobei, nein, ganz ehrlich, möchte ich mir die Spiele der Xbox 360 heute nicht mehr unbedingt geben. Ja, wenn dann übrigens nur per Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series X hier.
Viertens, Xbox Live-Gebühr für Multiplayer. Ein Punkt, den ausnahmslos jede moderne Konsole über sich ergehen lassen muss. Denn solange Microsoft, Sony und Nintendo Geld dafür verlangen, dass man im Multiplayer zocken kann, wird dieser Punkt natürlich auch Bestand haben. Hier kann man also jetzt nicht sagen, dass es der und der Hersteller eventuell besser macht, ja, wobei Nintendo immer ein bisschen günstiger ist. Denn es kann doch einfach nicht sein, dass ich ein Spiel kaufe und dann trotzdem noch monatlich dafür zahlen muss, dass ich diese Multiplayer zocken kann. Ich verstehe das einfach nicht. Und da ist es mir auch völlig egal, ob ich jetzt monatlich ein paar Spiele dazu bekomme oder nicht, denn die zocke ich sowieso meistens nicht. Außer Sprüche wie Serverwartung muss ja auch bezahlt werden, die zählen bei mir einfach nicht. Auf dem PC funktioniert das alles doch auch völlig ohne Gebühren. Dann macht euch lieber die Spiele 5 Euro teurer und verzichtet auf diesen Mist. Und ich habe es von Anfang an wirklich nicht verstanden, warum Microsoft das System damals mit Xbox Live wirklich erfolgreich durchziehen konnte. Ja, und schuld sind am Ende nur wir idiotischen Kunden, die so ein System auch noch unterstützen. Und ja, da gehöre ich halt leider auch zu. Und ich selbst habe dazu noch ein Luxusproblem. Ich besitze sowohl die Nintendo Switch, die PlayStation 5 und die Xbox Series. Soll ich jetzt auf allen Konsolen so ein dämliches Abo abschließen, nur weil ich alle paar Wochen irgendwann mal ein Spiel online zocken will? Naja, immerhin ist laut Gerüchteküche vielleicht Besserung in Sicht. Man munkelt ja, dass das Online-Zocken gegen Gebühr eventuell bald ein Ende haben soll. Ja, nur ob das stimmt, das weiß aktuell wohl noch niemand. Punkt 5. Kaum Exklusivtitel. Ein Thema, dem sich Microsoft einfach berechtigterweise stellen muss. Denn das ist genauso Fakt wie die hohe technische Leistung der Xbox Series X. Die Xbox bietet einfach unterirdisch wenig Exklusivtitel. Und wenn man jetzt ganz böse ist, dann könnte man sogar sagen, gar keine. Denn alle eigentlichen Exklusivtitel gibt es natürlich auch am PC. Aber wenn man das jetzt mal einfach außen vor lässt, ist die Menge an exklusiven Serien und Einzeltiteln auf der Xbox ernüchternd. Aktuell sogar fast nicht vorhanden. Denn wirklich viele Titel gibt es Stand Februar 2021 eh noch nicht. Aber ich meine hiermit jetzt auch die Zukunft und natürlich die Vergangenheit der Xbox. Was haben wir denn da? Forza Motorsport und Gears of War, meine persönlichen Favoriten, die allein natürlich schon den Kauf einer Xbox wert sind. Fable fällt mir dann noch ein, selbstverständlich natürlich Halo, das jetzt aber nie so meine Serie war. State of Decay und ja, jetzt wird die Luft schon langsam dünn. Okay, es gibt noch so einige Einzeltitel wie Tetris Effect, The Gang, Stalker und so weiter, aber hier muss man natürlich erstmal sehen, wie diese sich am Ende so machen. Obwohl Tetris Effects gibt es natürlich schon. Insgesamt ist das Angebot aktuell jedenfalls noch sehr spärlich, aber Microsoft ist dabei, das auf jeden Fall zu ändern. Ob hier aber jemals so ein exklusives Angebot wie auf der PlayStation 5 herrschen wird, das darf auf jeden Fall bezweifelt werden. Punkt 6, keine Sony-Exklusivtitel. Ja okay, das ist ein Punkt, den Microsoft natürlich jetzt nicht ändern kann, aber ich habe ihn im PlayStation 5 Contra-Video ja nun mal auch gebracht. Da muss ich ihn natürlich jetzt auch in diesem Video bringen. Aber es ist halt ein Punkt, den ich an der Xbox Series X nun mal hasse. Es ist nichts zu ändern. Meine geliebten Serien auf der PlayStation 5 fehlen ihr nämlich gänzlich. Und das wird sich natürlich auch niemals ändern. Wobei mir eigentlich am meisten, God of War auf jeden Fall fehlt. Ganz klar meine Lieblingsserie auf der PlayStation. In Sachen Rennspielen wie Gran Turismo kann ich hier aber ganz gut auf PS5-Titel verzichten. Oder man denke nur an das fantastisch aussehende Ratchet & Clank Rift Apart. Zwar zum Zeitpunkt dieses Videos noch gar nicht erschienen, es dürfte aber wohl das optisch beeindruckendste Next-Gen-Spiel des Jahres 2021 sein. Und diese Serie ist sowieso einfach absolut zum Verlieben. Aber alles zetern und meckern hilft nichts, das ist ein Punkt, der sich auf jeden Fall niemals ändern wird. Punkt 7, zu kleine SSD. PlayStation 5 Fans, jetzt bitte nicht steinigen, denn ja, diesen Punkt hat die PlayStation 5 noch mehr verdient als die Xbox Series X, aber ich hatte diesen beim entsprechenden Video schlicht und einfach gar nicht bedacht. Er gehört einfach in das Video auf jeden Fall rein, denn die SSD der PlayStation 5 ist sogar noch kleiner. Aber die SSD der Xbox Series X ist eigentlich ja eine ziemlich tolle Sache. Natürlich im Jahre 2021 ein Muss in jedem PC und natürlich in jeder neuen Konsole. Aber besonders so schnelle NVMe-SSDs wie den Next-Gen-Konsolen kosten halt wahnsinnig viel Geld. Und eine 2TB-SSD würde die Konsole einfach viel zu teuer und damit völlig unattraktiv machen. Also gab es halt nur 1TB. Wie schon damals bei der ersten Xbox One übrigens. Damals reichte das ja noch so gerade aus. Heute in Zeiten von Call of Duty mit teils 200 GB ist das aber ein Witz, denn nur an die 800 GB bleiben von den 1 TB übrig. Und meine SSD ist daher durch die Bank immer rammelvoll und ich bin immer nur am Löschen und am Downloaden. Und mein Dank geht an dieser Stelle auf jeden Fall an meine schnelle Glasfaserleitung. Alle User mit recht langsamer Internetverbindung, ja, denen geht es auf jeden Fall noch viel schlechter. Denn mal eben so ein Spiel einfach runterladen, das funktioniert hier dann natürlich nicht. Okay, es gibt natürlich noch Nachrüst-SSDs, aber nur im Xbox-Format für über 200 Euro pro Terabyte. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber ehrlich gesagt ist das gar nicht mal völlig überteuert, denn im PC-Bereich kosten ähnlich leistungsfähige SSDs kaum weniger.
Und die PlayStation 5 hat aber jetzt den Vorteil, dass man hier herkömmliche PC-NVMe-SSDs nehmen kann, nur leider nicht jede. Die müssen dann halt trotzdem den Standards von Sony genügen. Aktuell ist diese Funktion auf der PlayStation 5 übrigens noch nicht mal freigeschaltet. Fakt ist, die SSD ist deutlich zu klein für die großen Speicherverbräuche aktueller Spiele. Punkt 8, kein Virtual Reality. Ein absolutes No-Go der Xbox Series X ist, dass diese keinen VR-Support mitbringt. Und laut Microsoft selbst ist diese in naher Zukunft gar nicht geplant. Ein Schlag ins Gesicht vieler VR-Fans. Mich macht das echt traurig, denn auch wenn sich VR natürlich nur langsam durchsetzt, es wird sich aber durchsetzen. Aber natürlich wird VR natürlich nie den klassischen Monitor ersetzen, sondern natürlich immer nur ergänzen. Und das war, glaube ich, auch nie anders geplant. Aber warum ausgerechnet so ein Technologievorreiter wie Microsoft jetzt keinen Virtual Reality Support in die Next-Gen-Konsolen bringt, das bleibt für mich einfach ein riesengroßes Rätsel. Ausgerechnet die Xbox Series X, die hat doch genug Power, um VR auch mal richtig salonfähig zu machen. Also jetzt nicht so rudimentär wie zum Beispiel mit der begrenzten Power der PlayStation 4 Pro. Und ja, auch die PS5 hat kein eigenes VR-Headset und muss sich weiterhin mit PSVR begnügen, das so langsam ja doch in die Jahre gekommen ist. Aber immerhin hat die PlayStation 5 überhaupt irgendwas in Sachen Virtual Reality. Also Microsoft, bitte gebt euch doch einen Ruck und überlegt euch das Thema nochmal. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass ihr diese Entscheidung sonst in ein paar Jahren bereuen könntet. Punkt 9, der Name. Jetzt mal ehrlich, welche Leute sitzen da bei Microsoft in der Abteilung für die Namensvergabe der neuen Konsolen? Die einzige Konsole für Microsoft, die einen wirklich sinnvollen Namen hatte, ja, war hier die allererste Xbox. Die ist nun mal einfach nur Xbox, fertig. Wie kommt man dann bitte auf Xbox 360 oder auf Xbox One und dann hofft man, dass es besser wird? Nein, dann kommt Microsoft mit der Xbox Series X. Sorry, aber ich verstehe diese Art der Namensgebung einfach überhaupt nicht. Ja, ich mag es sicherlich auch ganz gerne mal ein bisschen kreativ und einfallsreich, aber in dieser Hinsicht bin ich voll und ganz auf Sonys Seite. PlayStation 1 bis 5, fertig, das reicht. So weiß auch jede 150-jährige Oma, die ihrem Ur-Urenkel eine PlayStation kaufen will, dass die 5 halt besser ist als die 4. Bei der Xbox stehen doch alle Eltern und Omas nur so vorm Regal. Hä? Punkt 10. Kaum echtes 4K. Auch diesen Punkt teilen sich Xbox Series X und PlayStation 5 natürlich brüderlich. Und auch dieser Punkt bringt mich immer wieder wahnsinnig auf die Palme. Denn ja, es ist auch bei dieser Konsolengeneration genauso wie bei den vorigen Konsolengenerationen. Bei der Xbox 360 wurde damals schon HD-Grafik in 720p versprochen. Kaum ein Spiel nutzte diese Auflösung aber wirklich nativ. Dann kam die Xbox One, die Full-HD-Konsole. Ja, und das war es eigentlich. Kaum ein Spiel nutzte natives Full-HD. Und die Xbox One X, die sollte gar schon 4K nativ beherrschen. Außer Forza Motorsport fällt mir hier aber kein Spiel ein, das dies wirklich nativ in 4K mit 60 FPS schafft. Ja, und dann kam die Xbox Series X mit einer wirklich beeindruckenden Hardware-Power. Aber mir war von Anfang an klar, für 4K mit 60 FPS in den meisten Spielen wird das, glaube ich, nicht reichen. Denn selbst Hochleistungs-PCs haben ja aktuell noch so ihre Probleme. Wie soll dann eine 500-Euro-Konsole das bitte schaffen? Ja, und es tut mir natürlich immer leid, wenn ich dann recht behalte. Ja klar, hinten kommt natürlich 4K raus, das ist auch logisch, aber das ist halt oft kein echtes 4K. Denn die meisten Spiele nutzen mal wieder Tricks, um zumindest offiziell 4K auf der Packung stehen zu haben. Dynamische Auflösungen, die halt je nach Spielsituation die Auflösung halt anpassen. Und ja, ab und zu gibt es hier vielleicht wirklich mal natives 4K zu sehen, aber halt nicht immer. Oder Tricks wie halt zum Beispiel Checkerboard Rendering und andere Dinge. Kaum ein Spiel läuft wirklich nativ in 3840x2160er Auflösung. Meist eher so kryptische Auflösungsstufen darunter. Und das kann es doch wirklich nicht sein, wenn man solche PR-Infos wie diese hier sieht. Aber zum Trost der Xbox-Fan, auf der PlayStation 5 gibt es das gleiche Desaster. Und man muss auch ehrlich sein, so richtig sieht es der Laie natürlich sowieso nicht. Und selbst der Profi hat hier sicherlich seine liebe Mühe, wirklich zu erkennen, ob es nur natives 4K ist oder halt nicht. Trotzdem. Das, was einem versprochen wird, bekommt man hier halt nicht. Und das macht mich halt sauer. Punkt 11. Nicht lieferbar. Auch in diesem Video gibt es wieder diesen 11. Bonus-Hasspunkt, der aber in ein paar Monaten sicherlich nicht mehr relevant sein wird. Denn das Riesenproblem bei der Xbox Series X ist nun mal aktuell immer noch die Liefersituation. Denn wo man auch hinguckt, sind nur leere Regale zu sehen. Anzeigen in Shops mit nicht lieferbar. Wer eine Xbox Series X ergattern will, der muss Mondpreise auf eBay zahlen. Ja, und davon rate ich definitiv ab. Was also tun? Tja, ehrlich gesagt heißt es hier einfach nur abwarten. Nur könnte es noch ein paar Monate dauern, bis überhaupt Besserung einkehrt. Auch das eine Aussage aus dem Februar 2021.
Und Grund sind die Produktionskapazitäten beim Auftragsfertiger TSMC, der alle Siliziumchips für AMD fertigt. Und genau in der Xbox Series und auch in der PlayStation 5 arbeiten nun mal Chips von AMD. Diese sind aktuell rar und so können halt nicht genug gefertigt werden. Und aus diesem Grund sind auch aktuell Grafikkarten verdammt knapp. Aber im Laufe des Jahres 2021 wird sich die Situation sicherlich bessern. Aber eins muss man natürlich sagen, Xbox Series X, nie war sie so wertvoll wie heute. Und das waren sie, die 10 oder halt 11 Punkte, die ich an der Xbox Series X hasse. Wie aber gesagt, ich hasse nur diese 10 Punkte und natürlich nicht die Konsole. Denn die Xbox Series X ist halt trotzdem eine klasse Konsole, die mir sicherlich noch viel Freude bringen wird. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich ja sagen, dass man irgendwie mit den meisten Punkten am Ende ja doch leben kann. Und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand in Sachen Gaming-Technik sein wollt, dann gebt dem Kanal doch einfach ein Abo und dem Video natürlich noch ein Like. Und guckt gerne natürlich auch noch auf meinem Twitch-Kanal Das Monty vorbei. Hier gibt es nämlich mehrmals die Woche immer gemütliche Talks mit mir, live uncut und sogar in Farbe. Wer will sich denn das Ganze schon entgehen lassen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.